du, wer Teresa Roski ist? Teresa Roski? Ja. Das weiß er nicht. Das weiß er nicht mehr, ne? Nee, das weiß er nicht mehr. Wer denn? Es war eine Dame, die relativ freizügig war. Sehr nett und schön. Ja, genau. Freizügig. Ja, ah, freizügig, genau. Welche Jahre waren das? Ja, sagen wir mal, als drüben noch diese Ecke, die Esso-Tankstelle noch da ja, war. Ja, genau, genau. Und, 100 Mark war da neben. Ja, genau. 1890er? 18,95. Nein, das nicht. Nein, nein. Wie alt macht die 2000. Damals, 2000? Würde ich mal sagen, 10 Jahre älter als ich jetzt. Das heißt, die geht jetzt auf die 80 zu, die gute Theresa. Und als sie so voll fit war, da ja. Gab es... Wir haben früher immer gesagt, dänische Western. Ja. Du hast gearbeitet. Ich habe schon nach. Endlich mal wieder. Du hast wieder bis morgens durchgezogen, oder? Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Die Leute auch nicht. Und dann sind wir alle nach Hause gegangen. Heute meine ich besonders gut mit dir, mit dem Pommes. Ja, du siehst auch, du brauchst Kraft. Ich brauch Kraft. Da ist nicht mehr viel. Da brauchst du Kraft nicht am besten. Hast du heute Nacht wieder, oder? Nein. Nee. Nee, ich habe auch mal einen Tag frei. Einen verschissenen Tag. Das gönne ich dir, Digga. Ja, haben das Programm ist ein bisschen kleiner alles. Ne? So. Ein bisschen Ende zum Aufnehmen manchmal. Ne? Ja, also wie es eigentlich alles dazu gekommen ist hier, also eigentlich wollte ich nie in der Gastronomie wollte ich eigentlich nie sein. Ich wollte eigentlich immer was mit Computern machen, bin auch gelernter Fachinformatiker für Systemintegration und ja, wie das manchmal so im Leben kommt, schließen sich Wege irgendwie dann doch anders, als man es gedacht hat. Und als ich aus Amerika wiedergekommen bin, da habe ich dann meinen ersten Laden in Rahlstedt gehabt, weil ich dann so hatte irgendwie keine Lust mehr auf die IT. Das war mir alles ein bisschen, ich wollte eher mehr Kundenkontakt haben und ich wollte so direkt und tschüss und einen Schnack und so weiter haben. Naja, und dann hatte ich meinen ersten Laden in Rahlstedt irgendwie 5 Jahre und dann haben halt meine Eltern gesagt, die wollen heute irgendwann in Rente gehen und ja, habe ich den verkauft und bin dann hier mit rein. Ja, und seitdem ist das halt, also ich meine, St. Pauli war ja hier schon immer, ich bin ja hier im Laden, bin ich aufgewachsen. So ungefähr, ich wurde vom Hähnchengrill, wurde ich ungefähr geboren. Und hab dann, bin dann einfach dann hier dann so reingerutscht und mittlerweile bin ich jetzt auch schon 10 Jahre, bin ich jetzt auch schon hier. Und
Ja, warum ich das auch gemacht habe, ist einfach, es ist ja ein Stück Kultur, es ist ein Stück Essenskultur, es ist ein Stück, das Herz ist einfach dabei. Ne? So, du hast hier so viele geile Charaktere hier auf St. Pauli, du hast so interessante Leute, du kriegst hier alles mit, du bist mitten im Leben, du hast so viele nette Menschen, mit denen du hier auf den Schnack irgendwie bist, die bei dir hier vorbeikommen, manchmal auch gar nicht zum Essen kommen, so, sondern einfach auch, weil sie einfach nur mal ein bisschen mal schnacken wollen. Und das ist einfach, das macht mich einfach dann auch glücklich, ne, so, und da ich eh ein Schnacker bin, so, und dann halt mir die Leute dann hier, das gerne auch mal einen kühlen Schnack hier mache. Weißt du, oder wenn du Stammkunden hast oder so, dann holst du mal einen kleinen Lippenjägermeister raus, trinkst ja mal ein, so St. Pauli-Spiele, ne, wenn die Jungs gewonnen haben oder sowas, ne, das ist halt immer, das bringt immer richtig Spaß. Und dann halt ein Stück von der Kultur hier halten bleiben. Also ich meine, es gibt ja leider Gottes, wird das ja immer weniger mit der deutsche Imbisskultur, würde ich es ja mal nennen. Also man macht es einfach nicht. Moin! Moin! Ja, also das war ja letztes Mal schon 2 Stunden dran. Ja, ich hab genau, also wir machen, was ja hier auch so besonders ist, wir machen ja alles noch selbst. Also so das Fleisch, das suche ich mir selbst bei Fleischgroßmarkt aus. Die Salate machen wir alles hier nach eigenen Rezepten von meiner Urgroßmutter, die auch unsere Currysoße oder Schaschliksoße auch, alles mit unseren eigenen Gewürzmischungen, genauso wie auch vom Hähnchen oder von Pommes oder so. Also wir kaufen keine Convenience-Food-Sachen. So, wir haben unseren Fleischermeister, der auch für uns so unsere Schnitzel und unsere Würste nach unserer eigenen Rezeptur da fertig macht oder unsere Frikadellen. Und so die Schaschliks, die mache ich hier vor Ort noch selbst, weil da möchte ich einfach, dass die schön schier sind und dann möchte ich auch das beste Fleisch dann haben. Und alles, was man selbst machen kann, machen wir dann halt auch selbst. Ne? So, und da haben wir dann auch zum Beispiel, also die Mayo, die wird auch für uns produziert. Die kriegst du auch kein zweites Mal so, und was uns halt sehr wichtig ist, ist halt die Qualität. Es ist uns sehr wichtig, dass wir auch so ein Stück von uns selbst da sozusagen mitgeben. Das hört sich irgendwie komisch an. Aber ein Stück von unserem Herzen so selbst mitgeben, weil also ich sag das auch immer wieder, wenn du bei jedem Essen bist du dann auch so, würdest du es denn selbst irgendwie essen oder so weit? Ne? Also da musst du halt wissen, ne, gute Qualität. So, und das setzt sich halt durch. Ne? Nicht umsonst sind wir schon seit 1966 mittlerweile hier, also das sind jetzt 58 Jahre. Und das ist ja schon eine Zeit lang für so einen kleinen Laden eigentlich. Ne? Also das ist ja relativ selten noch. So stirbt ja leider Gottes immer alles immer mehr weg, und das meine ich dann halt auch mit der Kultur. Der Laden ist ja auch einfach stadtbekannt. Also ich stand schon am Times Square in New York und da hat mir auf einmal hinten jemand auf die Schulter getippt und sagt zu mir, Digga, ich hätte gerne ein halbes Hähnchen mit Pommes, ne, weißt du, so, und dann stehst du da so und so, ich denke, dein Herz, so, weißt du, oder... Ja, das Besondere an unseren Hühnern ist, weil sie sind halt Freilandhühner, ohne Antibiotika, ohne Wachstumsförderer, kommen hier aus Deutschland, außer es gibt mal wieder Lieferengpässe. Dann kann das auch schon mal sein, dass wir noch ein paar Hühner aus den Niederlanden kommen. Ja, und das ist halt, die werden ja auch nicht viel gewürzt, wie man eben gesehen hat, wo ich sie reingehängt habe. Das ist die beste Qualität, merkst du immer am Fleisch, wenn du gar nicht viel Gewürze brauchst oder so. Das ist genauso wie beim guten Steak oder so, ne?
brauchst keine Tüte, ne? Nee, brauche ich. Und da hast du das dann halt so, ja, da brauchst du halt nicht viel, ne? Also wenn du ein richtig geiles Steak hast, dann brauchst du auch noch nicht mal Steakpfeffer drauf zu hauen. Das ist natürlich klar. Und genauso ist das hier auch, also selbst auch mit den Schaschlitz, wenn ich mir die Fleischstücke hole, dann ist das wirklich so von der Qualität her, dass du, also das ist so frisch und sowas von gut, du kannst dir direkt, könntest du da ein geiles Met, also mache ich auch manchmal, ich habe mal so einen Fleischwolf, so einen kleinen mal geholt und dann mache ich daraus auch selbst mal ein bisschen Met denn. So, aber das kannst du auch einfach so essen, das ist einfach eine super gute Qualität und das merkst du halt. Du zahlst ja vielleicht einen Euro mehr, aber das sollte man, glaube ich, dann auch machen, oder? Also gerade beim Essen geht es ja eigentlich darum, dass du denn gutes Essen hast und gerade auch hier für, was sagen wir denn so, also, ja, German Fast Food, German Street Food irgendwie so, da muss das auch dann mal sein, dass das halt einfach eine gute Qualität hat, ne? So, also, ja, oder auch nur wenn es, Anführungsstrichen, man sagt ja immer so, ja, Imbiss ist, ne? Das ist ja trotzdem so, du willst ja auch nicht irgendwie zum Italiener gehen und irgendwie eine Dr. Edgar Pizza auf dem Tisch haben, ne? So, das ist natürlich klar. Frisch gebratenen Schaschlik. Zack. Und einfach. Oh, mal schön. In die Soße rein zum Köcheln lassen. Wo wird das gebraten? Bitte? Wo wird das gebraten? Dafür haben wir hinten unsere Fleischwanne, wo wir das machen. Hä? Da haben wir unsere Fleischwanne, also Bratpfanne, wo wir das machen. Ja. Insgesamt dreimal mit Hähnchen beliefert, wenn man das mal so hochrechnet über die Jahre. So, das kommt, glaube ich, ungefähr hin. Ne, Hamburg haben wir schon, glaube ich, dreimal haben wir Hamburg schon mit Hähnchen beliefert. Wie? Dreimal haben wir Hamburg insgesamt schon mit Hähnchen beliefert. Also, wenn du rechnest, 1,8 Millionen Menschen mal drei. In den ganzen Jahren? Jahr, ja. Also, und das hat der Grill da vorne schon geleistet. Also der Grill ist älter als wir beide zusammen. Also da ist noch richtig gute, also repariere ich ja auch alles selbst und sowas. Das ist alles noch ganz einfache Technik, keine Elektronik, kein gar nichts dahinter. Und das Ding jetzt hier, das läuft seitdem, Tag 1, seitdem der Laden hier ist, läuft der Grill auch noch. Du kannst dich draußen hinsetzen, kannst mit deinen Leuten kannst noch mal ein bisschen schnacken. Was haben wir denn draußen? Ja, so zwei große Biergarnituren und draußen kühles Bierchen abends trinken, ja. Bisschen den Abend ausklingen lassen mit einem halben Hähnchen und einer Fritte. Das hört sich doch immer gut an. Oder teilweise, wenn wir morgens, wir machen ja in der Woche, machen wir um 11 auf, gibt es auch manchmal Irre, die immer durchgefeiert haben und dann ein Katerfrühstück dann brauchen sozusagen. So, wenn die bis morgens durchgemacht haben. Manchmal, ja. Machen wir sowieso. Hast du schon wieder ein Stäbchen? Ja.
Ich kann dir das Dunkelziegel von geben. Danke schön.